meine Lieben. Ja, ich drehe jetzt alle Horoskop für Partnerschaft. Ja? Was ist in der Partnerschaft los bei euch? Nur Leute, die es betrifft. Ja? Nicht gerade in der Ehe, also egal welche Konstellation. Du hast jemanden, du hast einen Partner, du bist in einer Beziehung, du bist in einer ernsthaften Beziehung, du bist in einer Ehe, du bist verlobt. Ja? Konstellation, Beziehungen, Partnerschaft. Was ist los in alle Horoskop? Erste Video, wieder Stier, Zwillinge, Krebs. Was ist bei euch los in der Partnerschaft? Ja? Es wird drei Videos geben, ja? Da kommt der Rest. Da kommt der Rest, ja? Was ist los bei euch in der Partnerschaft? Hoppla. Da kamen zwei, hä? Dann ist es so. Dann will das Universum so, ja? Ist aus der Hand gefallen, Entschuldigung. Manchmal rutschen die Karten, weißt du? So, jetzt aber. Dann kann passieren. Dann mische ich einmal mehr als einmal weniger. Okay? Alle Horoskop, ja? Partnerschaft. Danke. Danke. Krebs. Jesus Gott, das ist ja viel gekommen. Krebs, das ist wie eine Geschichte bei dir, hä? Kommt mehrere Karten. Das ist hier. Das machen wir hier. So. So. Und nehme ich diese da. Was noch für Botschaft kommt. Also wieder Stier, Zwillinge und Krebs. Was bei euch los in der Liebe, Partnerschaft. Hä? Ach, das sind auch so schöne Karten. Das sind neue. Ich mache mal ein Video, ja, mit neuen Kartendecks, weil ich kaufe immer wieder neue für das Kanal. Okay. Das kann ich aber versorgen hier. Hä? Voilà. Eine Karte bitte. Danke. Zwillinge. Danke. Okay, was gibt's noch da? Danke. Stier. Zwillinge. Danke. Zwillinge. Partnerschaft. Krebs. Danke. Also Krebs kommt immer mehrere Karten. Ja, dann ist es so. Okay, meine Lieben. Also. Partnerschaft, was ist bei euch los, ja? Und die Leute hier in der Gruppe sind, ja? Wieder, was ist bei dir los in der Liebe, ja? In der Partnerschaft. Schenkt euch kostbare Zeit mit Außenpartnern
in wichtigen Beziehungen müssen wir uns unbedingt die Zeit nehmen, einander zuzuhören, miteinander zu reden. Kommunikation wieder sehr, 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 sehr wichtig momentan. Und dass kein Problem in der Beziehung stattfindet, Missverständnisse, ist die Kommunikation bei euch in der Partnerschaft wichtig. Und diese Phase der Bindung, der Beziehungen, muss es so kommen, ja? Weil ich habe das Gefühl, ihr isoliert sich voneinander, die geht einander aus dem Weg, wird die Kommunikation, Karten auf dem Tisch, wichtig wieder. Ja, hier, ganz wichtig. Ich mache noch eine Karte. Das sagen nur die anderen so diese Situation. Ihr geht einander aus dem Weg oder jemand isoliert sich oder zieht sich zurück in der Bindung hier. Ja, und dieser Punkt, tiefe Punkt in der Bindung muss es passieren wieder. Damit ihr merkt, dass Kommunikation eine der wichtigsten Rollen in einer Bindung steht. So merke ich das. Schenkt euch kostbare Zeit. Wie wird sich die Situation weiterentwickeln? Das ist ein wichtiger Punkt in der Bindung, die Kommunikation. Ja? Was sagen noch die Engel? Friedliche Lösung. Das kommt zu friedlicher Lösung, Verbesserung. Ja? Manchmal macht man etwas unbewusst. Vielleicht ist euch zwei nicht mal bewusst wieder. Ja? Wie die Bindung, wie die Zusammenleben, ja? Diese Routine. Und man merkt nicht einmal. Ja? So, Stier, was ist bei dir? Romantische Liebe. Überhäufe den Menschen, die du liebst, mit deiner Aufmerksamkeit und Zuneigung. Aufmerksamkeit und Zuneigung, ja, ganz wichtige Rolle, ja. Und Verwandlung, ja. In der Bindung ist eine Verwandlung. Und Bedürfnisse, Lust, Hoffnung, Wünsche ist ganz ein wichtiger Faktor hier. Stier. Und das kommt zum Wohlstand in der Bindung. Stier. Zwillinge, was hast du? Taten sagen mehr als Worte. Verleihe deiner Liebe durch Taten Ausdruck. Zwillinge, ganz wichtig. Ja? Und neuer Weg. Lass dich von deiner Inspiration leiten. So merke ich das, ja? Und kommt wieder Mäßigkeit, ja, Balance in eure Bindung, Ausgleich, Mäßigung, Ruhe, ja, Geduld, Harmonie, Liebenswürdigkeit, Gleichgewicht, ja, kommt wieder. Neue Ideen, Inspiration, das ist Inspiration, Taten sagen mehr als Worte. Ganz wichtig bei Zwillingen. Ui, Krebs, du hast eine Geschichte hier, was ist los bei Krebs? Das Herz der Dinge, Krebs, es steckt immer mehr dahinter, als auf den ersten Blick ersichtlich erkenne, worum es wirklich geht. Ja, ganz wichtiges Thema. Zurück zu dem, was du liebst. Dein momentaner Prozess gibt dir Gelegenheit, neu zu gewichten, was du willst. Ganz wichtige Punkt beim Krebs. Um was geht es genau? Man möchte eine Basis, eine positive Basis, ja, gute Perspektive und Weiterentwicklung für die Zukunft, ja, und es kommt Veränderung, positive, es ist schicksalhaft und jemand überreicht dir das Kelche oder ihr zwei überreicht euch gegenseitig diese Kelche, ja, Gefühl zeigen, ja, Versöhnung, Komplimente, Neuanfang, ja, einander unterstützen, ja, und Verständnis haben. Und wenn ihr diese Phase gemacht habt und auch gelernt habt, was ist eine Basis in eurer Bindung, das sind die zwei schwere Punkte, dann kommt wieder Feiern, wieder Leichtigkeit, ja, und es war
neue Zyklus bei euch in der Partnerschaft. Und euer Privatleben kommt die Sonne. Ja, mehr brauche ich nicht zu erzählen. Die Sonne ist sehr positiv. Das ist eben dieses Feiern. Kommt wieder Harmonie, Freude in eure Bindung. Ja, euer Privatleben wird von Sonnenstrahlen hell, ja, positiv, ja. Positiv ist die Karte auf Lenormand, ja. Und ein neuer Zyklus, ja, aber von guten Zukunft, Perspektive, ja. Und hier steht auch Reise, ja, weggehen, zu zweit etwas unternehmen, wäre auch ganz gut, ja. So, meine Lieben. Jetzt mache ich noch für alle hier noch diese Karte. Ja, beim Stier. Was sagen noch die Engels? Ja. Was sagen noch die Engels? Frage deine Engel, ja? Frage deine Engel und Zwillinge. Wenn es zu schnell geht, einfach nochmals von Anfang an für euch, ja? Zwillinge, was ist bei dir? Kompromissbereit sein, ja? Und für Krebs. Hier müsst ihr ein Team werden, ja? 2 in 1. Okay? Nutzt ja nicht, wenn einer nach links zieht und der andere nach rechts. Ja? Da geht gar nichts vorwärts, Krebs, ja? Ich habe noch die Engel dazu. Gelegenheit, bessere Gelegenheit, ja? In eurer Partnerschaft. So, meine Lieben, das war wieder Stier, Zwillinge, Krebs, was Beziehungen anbelangt. Bis zum nächsten Video, eure Cometa Luz. Muah.